Herzlich willkommen zu Rheinach aktuell. Anfang September fand in der Sekundarschule eine Projektwoche statt. Die Klasse 4K von Herrn Jeppesen hat sich ein ganz besonderes Projekt vorgenommen. Sie kümmerte sich um die Verschönerung der Unterführung bei der Basler Straße. Die Gemeinde Rheinach hat vor 2,5 Jahren mal verschiedene Projekte vorgestellt, wo man für die Jugendlichen möchte die Situation in Rheinach ein bisschen angenehmer gestalten, wo die Jugendlichen auch mitdenken und am Schluss mitschaffen. Und eine von diesen Ideen war die Unterführung gewesen, neben Schwimmbad, Spielplatz und anderen Orten, wo man müsste überdenken und vielleicht für die Jugendlichen attraktiver machen. Die Unterführung war ein dunkler Ort, der von vielen gemieden wurde. Das soll sich mit der Neugestaltung ändern. Die Gemeinde suchte mit einem Wettbewerb nach Gestaltungsvorschlägen. Es musste hell sein, nicht allzu dunkel, damit die Unterführung möglichst attraktiv ist. Und dann konnte im Prinzip jeder mitmachen. Das ist auch in die Schule gegangen und die eine Schülerin letztendlich hat den Wettbewerb dann gewonnen. Ich habe das mehr so als Spass gemacht, weil es haben viele Klassen haben so klassenweise gemacht und ich habe am Nachmittag nichts zu tun gehabt und dann ist mir das so in den Sinn gekommen, aber ich habe mir eigentlich nicht so viel überlegt. Ich wollte einfach, dass es so hell ist und so, aber sonst ist es einfach so gekommen. Ich habe nicht gedacht, dass es irgendwann mal so quasi auf einer Wand ist, weil ich auch nicht damit gerechnet habe, dass es wie mein Vorschlag am Schluss ist. Ich habe gefunden, wenn schon die Siegerin beteiligt ist, dann macht es auch Sinn, wenn sie natürlich da mit umsetzen kann und die Klasse natürlich auch mit dabei ist. Zum Bemalen teilte die Klasse die Unterführung in verschiedene Segmente ein. Die Schülerinnen und Schüler der 4K gestalteten die Wände mit viel Sorgfalt. Wenn man ganz ein bisschen nachbemalt, dann hinterlässt schon Spuren. Ja. Und dann, es braucht sehr viel Aufwand, um die Fehler wieder radieren, also verbessern. Und je weniger Fehler man macht, desto weniger muss man verbessern. Es gibt halt Klassen, die jetzt in den Kletterpark gehen und im Bad und irgendwelche coolen Ausflüge machen. Wir sind jetzt halt die ganze Woche da. Aber also ich finde es lustig zu machen und es gibt noch ein paar andere, die es auch lustig finden. Uns gefällt es hier, es ist toll, das zu machen. Klar, andere Klassen machen anders. Auch toll ist. Aber wenn man Musik hat und seine Kollegen, dann geht es auch noch. Mitarbeiter des Werkhofs bereiteten die Unterführung für die Bemalung vor. Die freundlichen Motive sind ganz anders als die bisherigen Graffitis. Graffiti ist natürlich gesprayt. Hier ist alles wirklich von Hand gepinselt oder mit der Rolle geschafft. Graffiti-Vorschläge hat es auch gegeben, die sind aber aus farbtechnischen Gründen nicht ausgewählt worden, so wie ich informiert worden bin. Von dem her ist alles wirklich mit Pinsel gezogen worden, Handarbeit. Am Schluss soll ein bestimmter Lack drüber kommen, der das Reinigen von allfällig angebrachten Graffiti vereinfacht. Die Beleuchtung sollte auch neu gemacht werden, nachher, dass es besser ausgeleuchtet ist und halt wirklich so einladend ist, dass man die Unterführung auch wieder gerne benutzt. Die Gemeinde hat die Neugestaltung der Unterführung finanziert. Das Resultat kann ab sofort besichtigt werden. Im Mischeli ist ein neues Begegnungszentrum entstanden. Das Kirchgemeindehaus der reformierten Kirche konnte Anfang September offiziell eingeweiht werden. Das Kirchgemeindezentrum, das wir jetzt einweihen, einfach zuerst mit einem offiziellen Teil, mit einer Feier, wo dann Frau Bianca Mark, das ist unsere Präsidentin, wird dann am Schluss das Band durchschneiden offiziell. Die Chair wird ihr überreicht von demjenigen, der das ganze Haus überhaupt realisiert hat, der immer dranbleiben ist, das ist der Jürg Tommen. Sie beide werden den offiziellen Teil machen, dann kann man das Haus anschauen und nachher gibt es ein Fest, wo wir einfach zusammensitzen und das Haus richtig einweihen. Die Idee für das neue Kirchgemeindezentrum bestand schon lange. Vor 7 Jahren machte sich die Kirchenpflege an die konkrete Planung. Im 2007 haben wir dann mal angefangen mit dem ganzen Projektieren und den ganzen Abklärungen. Und im 2012 haben wir Zustimmung von der Regierung, also vom Regierungsrat und von der Kirchgemeinde und konnten losbauen. Entworfen haben das die Architekten Stump und Schiebli. Und ausgewählt worden ist es aus 7 Projekten, die uns vorgestellt worden sind, hat man das Projekt, das sich in Zieme nennt, ausgewählt. Das alte Haus wurde abgerissen. Die neuen Räumlichkeiten bieten viele Vorteile.
Das neue Kirchgemeindehaus wird das Zentrum sein, denke ich, unserer Gemeinde, nebst der Kirche, die gerade nebendran steht. Und jetzt eine Einheit bildet auch Pfarrhaus, Kirche und Kirchgemeindezentrum. Es gibt ganz viele Räume, wo die Leute drin arbeiten. Es gibt aber auch Räume, wo man mieten kann, schöne Sitzungszimmer, gut ausstaffierte, technisch gut ausstaffierte Sitzungszimmer. Öffentliches Kaffee, das wir hier unten haben, wo man wirklich kann kommen, den Kaffee trinken kann. Und es wird aber auch einen grossen Saal oben geben, wo man kann Geburtstage feiern kann, Firmenanlass, wo man sich einfach gut gehen kann. Hochzeiten wäre sehr schön. Der Vorteil ist, wir haben jetzt viel mehr Platz. Wir haben ein Begegnungszentrum, das wir vorher in diesem Sinne nicht hatten. Das war ein grosser Wunsch von uns schon lange, dass wir so einen Ort haben, wo man sich treffen kann, wo man verweilen kann, wo man etwas trinken kann oder sich einfach begegnen kann. Und der Jugendbereich, den wir wollten, ein bisschen grösser machen, der war bis jetzt so ein bisschen im Keller unten. Und es ist uns ganz wichtig, dass der führen kommt ans Licht auch. An der Eröffnung konnten sich die Besucherinnen und Besucher ein Bild vom neuen Kirchgemeindezentrum machen. Der Neubau kommt bei Jung und Alt gut an. Mir gefällt das Rheinacher Gebäude hier sehr gut, das Kirchgemeindehaus. Es hat sehr viele positive Sachen, auch negative, Handläufe oder so, wo es auf der einen Seite sein sollte. Aber es ist ein guter Begegnungsraum für alle zusammen, Menschen, die hier herkommen. Ich finde es ganz schön. Ganz schöner, sehr schöner Bau. Und es passt hier zu den Kirchen und zu der Umgebung. Finde ich Mischeli. Finde es also ganz schön. Das Kirchgemeindehaus ist sehr schön von außen und es sieht auch ein bisschen lustig aus. Ich finde, man hat wirklich etwas Tolles gemacht, wo als Begegnungszentrum oder sogenannte Alltagskirche, wie man es eigentlich gedacht hat, wirklich viele Möglichkeiten bietet für die Leute, die hier vorbeikommen und vor allem im Mischeli-Zentrum einkaufen. Zahlreiche Personen nahmen am Eröffnungsfest teil und belebten den Neubau. Ziel ist es, dass das Kirchgemeindezentrum auch in Zukunft zu einem beliebten Begegnungsort wird. So viel von der Gemeindeverwaltung. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, machen Sie es gut und auf Wiedersehen.